Ja, guten Morgen, liebe Angelfreunde. Ich begrüße euch aus dem verschneiten Angelparadies Eschede. Ja, heute an der Bärenkuhle. Kaum Leute da. Ich warte auch noch mal kurz, es kommt ein Zug und berichte gleich weiter. So, dieses schöne Bild hier. Saibling im Schnee. Möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Schönes Tier. An der Rückseite hat er so eine kleine Verletzung, vermutlich vom Reiher. Aber ansonsten hat er einen schönen Dreh geleistet. Ja, Köder war, nachdem mir Alex sagte, dass sie gestern hier auf Gelb sehr gut gefangen haben, ein selbstlackierter Dohna. Vorderseite grellgelb mit ein paar Sprenkler drauf, Rückseite in Pink, sehr tief geführt. Ja, der Fisch hat einmal kurz angefasst und dann hing er. Und weiter geht's. Tja, dass ich an der Bärenkuhle fische, ist ein eher seltenes Bild, weil ich ja 2023 die Jahreskarte für die Wolfsgrube habe. Da wollte ich heute Morgen auch ran, aber siehe da, es war eine dünne Eisdecke drauf. Und der liebe Alex, der Chef vom Angelparadies Eschede, hat gesagt: Mensch, Udo, pass auf. Geh rüber zur Bärenkuhle, die ist wie immer eisfrei. Ja, und da versuche ich nun mein Glück. Sehen kann man eigentlich die Fische heute so gut wie gar nicht. Das Wasser ist etwas angetrübt nach unten hin. Und ja, so kann man die Fische nicht sehr gut ausmachen und lokalisieren. Das heißt wirklich werfen, 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 in der Hoffnung, dass einer einsteigt. Also die Sichttiefe ist vielleicht ja, 60, 80 Zentimeter. Das reicht nicht bis ganz auf den Grund runter. Ab und an sieht man mal oberflächennah einen Fisch langziehen. Aber hauptsächlich scheinen sie wohl auf dem Grund zu stehen. Was die Sache auch nicht einfach macht, ist der Frost, der noch herrscht. Also die geflochtene Schnur friert mal schnell an den Ringen fest. Und wenn man mal ein bisschen längere Pause macht, friert sie auch auf der Rolle. Ist natürlich Gift für die feinen Schnüre. Also wenn es dann noch mehr Frost gibt, werde ich wohl wieder auf ganz dünne Monofile umsteigen. Zumal man hier an dem Gewässer auch keine super weiten Würfe machen muss und der Anhieb dann auch mit einer Monofilen durchkommt. Zumal man die Fische ja eh in den Köder reinlaufen lässt. Tja, schauen wir mal, was noch geht. Der schöne Saibling hat jedenfalls den Weg schon mal lohnend gemacht. Ja, ansonsten ist ja doch wieder einiges passiert auf meinem Kanal. Habe noch wieder einige neue Abonnenten dazu bekommen, was mich sehr freut. Obwohl ich da nicht jedes Mal sage, Abo hier, Abo da. Bin ich jetzt, glaube ich, schon bei über 930. Also gerade diese einfachen Videos ohne viel Schnickschnack scheinen den einen oder anderen doch zu gefallen. Hab ja auch nicht ständig Werbung von irgendwelchen Firmen drin. Und ja, will ich eigentlich auch beibehalten. Als kleine Ansage fürs nächste Jahr. Da wird es dann einige Videos geben hier von der Bärenkuhle, weil ich dann dort die Jahreskarte mir schon erworben habe. Ich hoffe, dass ich dann auch noch genügend Zeit habe, einige Filme mal hochzuladen und es auch nicht jedes Mal so voll ist, dass man das auch ruhigen Gewissen tun kann. Und nicht erstmal alle Angler fragt, ob die damit einverstanden sind, eventuell auf der Kamera gesichtet zu werden oder im Video gesehen zu werden. Ja, in der letzten Woche war ich auch einmal kurz an der, was heißt kurz, etwas länger sogar als sonst, an der Wolfsgrube. Sonst bin ich ja nur so für 2 bis 3 Stunden da. Da war ich mal so 3,5 Stunden da. Habe auch erst nach der Beißzeit, also gegen Mittag, angefangen.
Und da war aber tatsächlich noch so viel Betrieb, dass ich dann die Kamera nicht angemacht habe. Und in dieser kurzen Zeit gab es bei mir dann 4 Fische. Davon 2 schöne, große, rotfleischige Regenbogenforellen. Eine von gut 2 Kilo, eine von gut 1 Kilo, die ich beide filetiert habe. Und zusätzlich noch 2 Portionsforellen, die dann küchenfertig ausgenommen auch noch 750 Gramm auf die Waage brachten. Also da kann ich mich in dieser kurzen Zeit nicht beklagen, zumal es bei den anderen Anglern in dieser Zeit eher mau ausgesehen hat. Ja, also nächstes Jahr dann einige Filme hier von der Bärenkuhle. Auch heute werde ich wohl nicht ganz so lange bleiben. Vielleicht kann ich euch noch den einen oder anderen Fisch zeigen. Sind also, wie beschrieben, sehr verhalten. Eine Grundroute habe ich auch ausgelegt. Erst mit einer mit einem braunen Libralur Lava. Da hatte ich keinen Biss drauf. Und dann jetzt so nach 30 Minuten habe ich gewechselt auf gelbliche Paste, weil ja gelb so gut gelaufen sein soll. Ja, in der Zeit, wo ich hier bin, heißt es wahrscheinlich noch einiges testen, einige Farben ausprobieren, in der Hoffnung, dass noch einer einsteigt. So, der nächste Fisch im Drill. Köder wieder. Der selbst lackierte in gelb-pink, kleine Portionsforelle. Und da haben wir sie eingenetzt. Wird gleich nochmal präsentiert. So, hier haben wir diesen herrlichen Fisch. Portionsgröße, Spoon hängt noch im Maul. Pink, gelb, ja, so kann es weitergehen. Tja, jetzt der Versuch, die etwas tiefer stehenden Forellen mit dem Gummiköder zu überlisten. Da ist es auch wieder die Sache, den kurz über dem Grund zu fischen. Denn sobald er Grundkontakt hat, ist er auch mit so ganz fein Fadenalgen am Haken bestückt. Und dann hat sie es natürlich mit dem Fang von Forellen erledigt. Also hier ist die Kunst, den wirklich knapp über dem Grund tanzen zu lassen und die Forellen zu reizen, ohne dass der Haken gleich wieder mit Kraut bestückt ist. Ja, liebe Leute, gerade nochmal die Paste gewechselt. Jetzt versuche ich es mal mit dieser hier. Ja, das ist so Lachseifarbene und der Geschmack ist auch vom Lachsei. Eventuell habe ich da aufgrund Glück, kurz über Grund, dass da noch eine Bachforelle einsteigt. Ja, zu den Forellenteigen, die ich benutze. Also ich lagere sie ganz gerne in so einer kleinen Kiste. Das hier ist ein alter Verbandkasten. Nimmt man eine kleine direkte Auswahl mit peppigen Farben, mit gedeckten Farben. Das hier ist zum Beispiel schwarz sinkend. Das kann man auch gut kombinieren mit auftreibender Paste. Dann sinkt sie wirklich fast schwerelos durchs Wasser ab. Ja, normale schwarz, weiß, die habe ich immer so umgedreht, da weiß ich, es ist schwarz, es ist weiß und die anderen Farben habe ich hier verteilt. Noch ein kleiner Tipp, solltet ihr mal Farben haben, die ausgehärtet sind, also Teich, der mal ein bisschen offen war oder nicht ganz zugedreht war, ihr braucht ihn nicht unbedingt wegschmeißen. Ihr könnt dort mit einem Löffelstiel zum Beispiel von oben so ein paar kleine Löcher reinmachen in dem Teich und ich tröpfle immer destilliertes Wasser drüber. Drehe dann wieder schön zu, lass das so 1-2 Tage einwirken, aufmachen, gucken, wie die Konsistenz ist und das Ganze kann man wiederholen.
auch manchmal 3-4 Mal und dann hat der Teig auch wieder dieselbe Konsistenz, die er vorher hatte und ihr könnt ihn weiter verwenden. Also festgewordener Teig nicht wegwerfen, sondern weiterhin benutzen. Das nur als kleiner Tipp am Rande. So, tatsächlich mal ein bisschen auf der Grundroute. Nachdem ich verschiedene Köder und Teige ausprobiert habe, bin ich jetzt bei Banane hängen geblieben. Jetzt ist wieder Feierabend. Frage ist, ob er nur steht oder den Köder ausgespuckt hat. Direkt vor mir jetzt noch eine Goldforelle hier. Tja, tut sich leider nichts mehr. Aber der Fisch hat sich ins Kraut gesetzt. Und da habe ich ihn wieder draußen. Banane. So 20 cm über Grund. Ist auch nicht groß abgezogen, hat sich direkt ins Kraut gehängt. Ja, die Fische wieder wie immer kampfstark. Da muss man die Bremse gut eingestellt haben. Gerade bei der Grundrute, da federt die Spitze nicht ganz so gut ab, weil sie doch etwas steifer ist. Tja, ich hoffe auf der GoPro könnt ihr somit auch gleich mal eine Montage wieder erkennen. Bodentaster, entsprechendes Vorfach. Bei mir wieder 014er Fluorocarbon. Und da haben wir die kleine rotfleischige Forelle im Kescher. Wird gleich präsentiert. So, hier seht ihr noch mal den schönen Fisch, Flossen perfekt, so soll es sein. So, der nächste Fisch geht ab wie eine Pershing. Hat den Gummiköder attackiert. Ah, und verloren. Schade, ausgeschlitzt. So, das war der Köder. Leider hat sich der Fisch wieder verabschiedet. War eine gute Forelle. Mal sehen, was noch kommt. So, nächster Fisch ist eingestiegen. Ich hoffe, der bleibt dran. Kleinere Forelle. Wollte auch den Gummiköder. Und da haben wir sie. Petri, Dank. So, meine Lieben, das war gerade eine kleine Bachforelle. Hier sieht man sie, wie schön sie gezeichnet sind. Auch die gehen auf die Gummiköder. Mal schauen, was noch geht. Das ist jetzt die vierte Forelle. Also kann ich mich nicht beklagen. Gerade die richtig große ist mir leider ausgeschlitzt. Die ging ab wie eine Pershing. Also dranbleiben, immer weiter versuchen.
ausprobieren und sehen, was läuft. So, der nächste Fisch. Ah, wieder ausgeschlitzt. So, der nächste Biss. Fisch hängt. Diesmal auf Grund. Libra Lua braun. Was heute erst nicht lief, hat jetzt noch mal einen Biss gebracht. Ah, der geht zu dir da. Ein guter Fisch. Ja, gutes Kilo wird er haben. Schöner Lachs. Ein bisschen vorsichtiger drehen hier, wie gesagt. Die Spitze ist ein bisschen steifer, damit er nicht das 14er Vorfach sprengt. Muss man ihn schön sachte ausdrehen. Ja, hier kommt er. Schöne große Forelle. Fisch. Meistens gehen sie noch mal richtig ab, wenn man den Kescher reinhängt. Ah, die will noch nicht. Die Zeit geben wir dem Fisch auch noch. Und da haben wir ihn. Schöner Kracher. Also schätze ich mal auf 3 Kilo. Wird versorgt und dann präsentiert. So, hier haben wir den schönen Fisch. Tolles Tier. So Leute, hier mal die Forelle. Schönes Tierchen. Schätze ich mal so auf 3 Kilo. Ja. Das ist er. Flossen, alle wunderbar, schön Dreh geleistet, gebissen dann auf Grund, Libra Lua in braun, schön ausgedreht, an 0,14er Fluorcarbon-Vorfach, hat sich wieder gelohnt. Das ist Fisch Nummer 5 für heute und eine richtige Granate. So, nächster Einstieg auf Gummi. Ah, wieder ausgeschlitzt. So, nächster Einschlag auf Spoon. Nachdem ich also insgesamt schon 3 Fische auf Gummi versemmelt habe, bin ich jetzt wieder mit der Spoon-Route unterwegs. Etwas schockigeres Modell gewählt. Klein Donner. Ja, die schön gefärbte Bachforelle. Ich hoffe, sie bleibt dran. Und da haben wir sie. Herrlichen Fisch. Präsentiere ich euch gleich. So, hier die schöne Forelle. Ich hoffe, man kann das mit dem Licht noch gut erkennen. Und im Maul hängt noch der lackierte Spoon. Recht grell das Ganze. Wunderbar gehakt. Toller Fisch. So,
So, meine Lieben, wieder im heimischen Garten. Hier das schöne Ergebnis von heute. Ja, große, rotfleischige Regenbogenforelle. Ich denke mal, so gut 3 Kilo wird sie haben. Weitere Lachsforelle. Saibling. Wunderschön gezeichnete Bachforellen. Ja, und noch eine Portionsforelle. Das liegt hier jetzt vor mir im Schnee. Ja, für die Zeit, wo ich da war, muss ich sagen, schönes Ergebnis, bin ich sehr zufrieden. Ja, von der Bärenkuhle, wo ich gefischt habe, werdet ihr dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr sehen, wenn ihr wollt. Da habe ich ja die Jahreskarte dann für. Und ja, bleibt ruhig dran an meinen Videos. Ich freue mich immer wieder. Freue mich über die vielen Abonnenten, die ich schon bekommen habe. Bin jetzt, glaube ich, schon bei über 930. Ja, und hoffe, dass diese Videos, die ich mache, ohne viel Schnickschnack für euch ja, die richtige Wahl sind. Und dann seht ihr auch mal, wie man mit relativ einfachem Angelgerät recht gut Erfolg haben kann. Also ich nutze keine 400-Euro-Routen oder ähnliches. Bei mir gibt es ganz normales Angelzubehör, was ich immer wieder vorstelle. Ja, und diese Ergebnisse kann man auch damit erzielen. Also bleibt dran, viel Spaß euch an den Forellenteichen, wo auch immer ihr unterwegs seid, und bis zum nächsten Mal, euer Udo.